Wir haben jetzt als nächstes unsere beliebten Zuschauerfragen am Start. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann folgt uns sehr gerne bei Instagram. Dort könnt ihr die, nachdem wir unseren Profi announced haben, dort immer einreichen. Insgesamt haben wir dieses Mal 3 Zuschauerfragen und eine kleine Bonusfrage dabei. Das werdet ihr gleich sehen, wer sich da bei uns in die Show eingeschlichen hat. Einfach bei Instagram, sobald der Profi bekannt ist, eine Videofrage einsenden. Der Nico hat uns da ein schönes Video aufgenommen letztes Mal. Dann wisst ihr da Bescheid. Also da gerne ein Follow da lassen. Dann seht ihr auch direkt immer als erstes, wer bei uns als Gast dabei ist. Und wenn die Regie fertig ist, würde ich sagen, spielen wir gerne die erste Frage ein. Großen Applaus, derjenige bekommt auch ein signiertes Trikot. Moment, Schlotti, Moment in die Runde. Ich als bekennender BVB-Fan habe mir gedacht, hey, vielleicht sendest du vielleicht auch meine Frage ein. Deswegen, hey, hier bin ich. Meine Frage, ich persönlich finde sie sehr, sehr interessant, denn es geht darum, wenn du die Möglichkeit hättest, 90 Minuten gegen jemanden verteidigen zu dürfen, gegen einen Stürmer, ob er jetzt aktiv gerade noch spielt oder ehemalig aktiv war, weil wir kennen es ja auch in FIFA, es gibt ja genug Icon-Stürmer und so weiter. Wer wäre dieser Stürmer gewesen? Gegen wen hättest du 90 Minuten versucht, alles reinzuwerfen, was geht, damit dieser Stürmer kein Tor schießt? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Show und Abfall ist angesagt. Ciao, ciao. Großen Applaus für Chris, ein kleines Lager ist hier mit dabei. Sehr cool. Hat sich mit in die Show gewogelt. Und einmal für Chris, der freut sich bestimmt. Nico hat gesagt, Gesicht sagt dir was. Hast du schon mal gesehen? Natürlich, ja. Bei den ganzen Trading-Sachen ist er ja ganz gut. Ja, guck mal, Experte hier. ich hätte ehrlich gesagt mal gegen Ronaldinho sehr gerne gespielt. Wobei ich glaube, der hat mich ehrlich schwindelig gespielt, weil der ist schon so ein Spieler, wo du denkst, boah, mein Gott, ey, der ist schon echt gut. Und gegen den hätte ich schon mal gerne gespielt, weil man, glaube ich, auch so ein bisschen mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen will. Und ich glaube, der hätte schon so ein bisschen gemacht, was er will gegen mich. Deswegen hätte ich gerne gegen ihn gespielt. Leider ist er nicht mehr in seiner Prime, aber es gibt noch sehr, sehr viele andere Spieler, die sehr gut sind und gegen die ich ganz große Probleme habe. Was meinst du, wo hättest du da deine Zweikampfquote gesehen? Gegen so einen Ronaldinho, deine Zweikampfquote? Ja gut, wenn ein langer Ball kommt, hätte ich den tatsächlich gewonnen, aber alles Flache hätte ich wahrscheinlich, wäre gegen null gegangen. Hätte mal gesagt, so 20-30% hätte ich gewonnen, aber ich glaube, mehr wäre es auch nicht gewesen. Einfach in die hohen Duelle reinzwingen. Einmal einen großen Applaus natürlich für den Chris. Sehr cool, dass er ja auch mit am Start war. Und wir haben noch 3 weitere Fragen. Wir haben jetzt Chris hier natürlich als Bonus mit reingenommen, soll natürlich niemanden Vorteil bekommen. Wir haben hier die erste richtige Zuschauerfrage jetzt. Moin Schlotti, meine Frage wäre, im Verein hattet ihr unter euch Brüdern einen internen Konkurrenzkampf. Hattet ihr diesen zu Hause auch, beziehungsweise hat euch das Zusammenspiel im Verein zu Hause Probleme gemacht? Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich danke dir schon mal für die Antwort. Ja, Applaus für den Kollegen. Gibt auch ein Trikot nach Hause. Hat's geschafft. Du hast gerade mal so leicht angerissen, ne? Ja, also ich muss sagen, früher in der Jugend gab's den, weil ja, wir waren jetzt schon 2,5 Jahre auseinander, aber so diese Gartenduelle und so, die waren schon sehr, sehr intensiv. Gingst du auch mal auf den Boden? Ja, klar. Ich bin immer so weit gegangen, dass wenn er ausgetickt ist, dann bin ich Richtung meiner Mutter gelaufen. Klassisch halt, wenn man der jüngere Bruder ist. Ich glaube, in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist unser Verhältnis so gut geworden, dass wir uns alles gönnen und er hat mir alles gegönnt. Mich freut es einfach, dass er in der Bundesliga spielt. Das war nicht absehbar bei ihm. Deswegen haben wir sehr, sehr viel geopfert in unserer Jugend. Und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel richtig gemacht, wenn wir jetzt beide in der Bundesliga spielen. Und wie gesagt, ich schaue jedes Spiel von Kevin, wenn ich die Zeit habe. Meine Eltern sehen jedes Spiel da. Deswegen freut es mich, ihn in meiner Familie zu haben und freut mich, dass er auch in der Bundesliga so gute Leistung bringt. Wir haben übrigens gerade eine Chat-Umfrage. Schlotti gegen Ronaldinho, wer gewinnt? Können die Moderatoren gerne mal in den Chat reinschreiben, was wir da für eine prozentuale Auswertung haben. Bin ich mal gespannt. Wir kommen aber gerne in der Zwischenzeit zu 54% nur Ronaldinho. Das geht ja sogar. Ja, es geht wirklich. Nimmst du mit, oder? Nimm ich mit, ja. Okay. Da würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Zuschauerfrage. Hallo zusammen. Was haltet ihr davon, die Bundesliga zu ändern, um mehr Spannung im Titelrennen zu haben? Zum Beispiel ein Playoffs-Format,
bei dem die Top 8 Teams der Liga gegeneinander antreten, ähnlich wie in der NFL. Auch Applaus für den Kollegen, gibt auch ein Trikot nach Hause. Und die Frage würde ich tatsächlich jetzt mal auf die beiden Profis weiterleiten. Was haltet ihr generell von solchen Ideen, vom klassischen Ligensystem wegzugehen? Finde ich Quatsch. Also finde ich, braucht man nicht. Man sieht jede Woche, wie spannend es dann auch in den Stadien ist, wie groß die Euphorie ist. Gerade jetzt in den ersten Spielen habe ich gedacht, so, boah, die Leute haben wieder richtig Bock auf Fußball, richtig Bock auf die Bundesliga, so wie sie ist. Und so gefällt es mir auch am besten, wer nach 34 Spieltagen oben steht, auch wenn es die letzten 10 Jahre leider die Bayern waren. So ist es dann halt, dann haben sie es auch verdient und ist dann unsere Aufgabe, Schlotti und meine mit Köln, das zu ändern. Bin ich. Ja, bin ich genau gleicher Meinung wie Steffen. Ich glaube, das braucht die Bundesliga nicht. In jedem Stadion, in dem ich glaube, in der Bundesliga bin, außer jetzt vielleicht 3, 4, ist jedes Spiel ausverkauft und es macht so genügend Spaß. Wie gesagt, es ist unsere Aufgabe von den anderen Vereinen, dass das oben vielleicht ein bisschen entspannter wird, aber ich glaube, jetzt nach der Corona-Pause, wie die Euphorie von den ganzen Fans ist und so, das macht schon unheimlich Spaß in der Bundesliga. Und ich glaube, da sind wir international auch die Besten. Deswegen würde ich alles so lassen, wie es ist, und deswegen passt es auch so. Dann kommen wir gerne noch zur dritten Zuschauerfrage, zum letzten Kandidaten oder Kandidatin. Hallo zusammen, erstmal einen guten Kick in die Runde. Meine Frage an Nico Schlotterbeck, deine Vorbilder bzw. deine Idole auf der Innenverteidigerposition oder allgemein im Fußball. Bis dann. Applaus auch für den Kollegen, gibt auch ein Trikot nach Hause. Ganz kurz noch zum letzten Thema Playoffs in der Bundesliga. Chat-Umfrage auch 93% dagegen. Ja, völlig richtig. Frühe Vorbilder war tatsächlich Fabio Cannavaro, weil das erste Mal, als ich Fußball geschaut habe, war 2006 so ein bisschen bei der WM in Deutschland, weil das ja so war. Da war er der Spieler, der Main-Spieler von Italien. Deswegen war das so mein Vorbild und dann war es ja in der entscheidenden Phase, war Mats Hummels, Jerome Boateng, waren schon die zwei Spieler in Deutschland, ja, denen du als Innenverteidiger nachgeeifert hast. Und dann in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat jetzt Niki Süle so gute Leistung gebracht als so junger Spieler, dass dem auch noch so ein bisschen hinterher geschaut hat, weil er auch meinem Spiel ein bisschen ähnelt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich mit Mats und Niki zusammenspiele. Cannavaro leider zu alt und Boateng woanders, aber ja, das waren so meine Vorbilder und ja, ich glaube, dass das auch alles brutal gute Spieler sind. Dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Nehmen die dich auch so ein bisschen an die Hand? Weisen dich ein bisschen ein oder brauchst du es überhaupt gar nicht? Und nimmst du die an die Hand? Brauchst nicht unbedingt. Aber ich nehme sie auch nicht an die Hand. Ja, jeder profitiert da von jedem. Ich glaube, dass wir drei jetzt auch von dem Konkurrenzkampf profitieren, weil eigentlich nur zwei von uns spielen und du musst Top-Leistung bringen, um zu spielen, ob das im Training oder im Spiel ist. Wenn du das nicht machst, spielst du nicht. So einfach ist es. Und deswegen bringt es uns, glaube ich, alle gut voran und wir profitieren alle davon. Und der Verein profitiert davon. Deswegen ist es schon gut so, wie es gerade ist. Wo Nico sich jetzt nochmal beweisen kann, was Niklas und Mats noch nicht gemacht haben. Vielleicht wird es ja nochmal in Zukunft was. Die Einladung geht gerne raus. Du darfst mit uns an die Torwand gehen. Wir gehen rüber und werden uns da beweisen. Nochmal natürlich einen netten Hinweis hier an Adidas, den Sponsor unserer heutigen Show. Den Adidas X-Speed Portal könnt ihr jetzt erwerben. Neuer Schuh ist auf den Markt gekommen. Nico trägt ihn auch. Findest du gut? Geiler Schuh? Ich trage ihn, ja. Sehr, sehr guter Schuh, ja. Ich habe jetzt schon 3 Siege mit denen gefeiert, einen leider nicht. Ja, die passen zu mir. Ich hab das Modell mal geändert vor 1, 2 Jahren und seitdem trage ich den X. Ja, kommen immer wieder neue Farben raus und es freut mich, dass Adidas auch hinter mir steht und ja, so viel Rückendeckung mir gibt. Und der Schuh ist sehr, sehr gut, kann ich sagen.